Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Der Tanz der Schamanen am 28. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, dass das anderes ist als in einem westlichen Horoskop. Warum? Weil unserem Sonnensystem bewegt sich auch durch den platonischen Jahr. Und ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Das heißt, ein platonischer Monat ist etwa 2.000 Jahre. Die Bewegung ist eine Gegenbewegung, wird dann auch so beschrieben wie die Tierkreiszeichen. Und diese Gegenbewegung bedeutet, nach Widder kommt die Tierkreiszeichen Fische, nach Fischen kommt Wassermann, nach Wassermann kommt Steinbock, nach Steinbock kommt Schütze und so weiter. Das ist eine Gegenbewegung und das beschreibt die Zeitalter. Wir befinden uns etwa Jahr 2000 in Wassermann-Zeitalter. Und dieser Wassermann-Zeitalter dauert etwa bis Jahr 4000. Vor dem Wassermann-Zeitalter waren wir im Fischen-Zeitalter. Und weil hier ändert sich etwas, verschiebt sich der Frühlingspunkt. Und wenn man das berücksichtigt, was man als Präzession nennt, natürlich kommt eine andere Berechnung. Das ist der Grund, dass die indische Astrologie anderes ist. Und bei dieser Legung ist mir wichtig die Elemente. Wir haben vier Grundelemente. Die Feuerelement, das ist die Sonnenstrahl, die Wärme, auch die Körperwärme. Es ist lebensnotwendig. Dann haben wir die Erdeelement. Wir leben auf die Erde. Wir brauchen diesen festen Boden unter unseren Füßen. Wir leben in einer materiellen Welt und wir kennen die Natur auch lebensnotwendig. Dann haben wir die Luftelement. Das ist unserem Atem. Ist auch lebensnotwendig. Der Luftelement vermittelt auch Worte, hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Und das Wasserelement symbolisiert unsere Gefühle. Und wir dürfen nicht vergessen, unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser. Und trinken brauchen wir auch, ist auch lebensnotwendig. Und wir brauchen die inneren Gleichgewicht. Jeden Tag brauchen wir dieses Gleichgewicht. Dann bekommen wir Einflüsse von Sternen, von Sonne, Mond und von den Planeten. Kommen diese Einflüsse, vertreten die Elemente. Und es ist nicht jeden Tag gleich, sondern das ist wie ein Tanz, das ist eine ständige Bewegung. Und es ist nicht ausgeglichen. Es passiert immer wieder, dass im Tag, bei diesem Tagesenergie, fehlt ein Element. Wir brauchen aber das Gleichgewicht. Wir sollen das immer ausgleichen. Und wie ist heute der Vergleich? Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Also ich setze die Sonne hier zum Luftelement. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier. Bei Sonnenaufgang ist noch im Stier. Im laufenden Tag übergeht Mond dann zum Tierkreiszeichen Zwillinge. Das heißt, Beginn des Tages ist noch hier im Erdeelement
Und dann kommt die Bewegung, dieser Tanz, diese Wandlung. Mond übergeht dann zum Luftelement. Aber ich setze noch hier bei Sonnenaufgang, ist noch im Stier. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und das ist auch Erdeelement. Ich setze Mars auch hier zum Erdeelement. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement, also ich setze Merkur hier zum Wasserelement. Jupiter befindet sich auch im Skorpion, sie stehen auch in Verbindung. Merkur und Jupiter wirken heute gemeinsam von Tierkreiszeichen. Skorpion ist auch Wasserelement natürlich. Venus bewegt sich rückläufig in Tierkreiszeichen Waage. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass in die Liebepartnerschaft geht nicht richtig voran, das ist wie abgebremst zu sein, aber bedeutet auch Vergangenheit. Kehrt jemand zurück von der Vergangenheit oder kommen die Erinnerungen? Venus ist im Waage, also ist im Luftelement. Und Saturn erdet. Saturn ist immer in die Mitte, so wie im chinesischen Astrologie auch. Gibt es auch diese Bewegung. Es ist leicht zu erkennen, dass im Feuerelement bewegt sich gerade nichts. Ansonsten ist die Verteilung gleich, aber es fehlt die Feuerelement. Und nach indischen Berechnung befindet sich Saturn im Schütze und Schütze gehört zum Feuerelement. Und das, was uns gerade erdet, das, was uns gerade die inneren Kraft gibt, und Saturn belernt uns. Also wir sollen heute auf die Feuerelement achten. Das heißt, mutig zu sein, Kraft zu zeigen, etwas in Bewegung setzen, dann leidenschaftlich sein. Aber auch wenn wir Wut haben, sollen wir auch diese Wut raus, weil wir können das nicht unterdrücken, beziehungsweise wir können das unterdrücken, aber es ist nicht gut, wenn wir solchen Gefühlen versuchen, unter dem Teppich kehren. Also das heißt, die Feuerelement, was uns heute befreit, haben wir auch diese Lernaufgabe und schafft die Gleichgewicht. Dann ist es alles ausgewogen, alles andere fließt von alleine. Die Gefühle, die Leichtigkeit, die Kommunikation, auch die Finanzen, die berufliche Situation, die Realität, alles ist im Gleichgewicht und doch durch die fehlende Feuerelement kippt dieses Gleichgewicht. Und wenn wir das heute betonen, und ich wiederhole nochmal, leidenschaftlich zu sein, Kraft zu zeigen, aktiv zu sein, begeistert zu sein von etwas, das auch zeigen und durch dieses Feuerelement, wenn wir das verspüren, mit Feuer und Flamme zu sein von etwas und das im Ausdruck zu bringen, dann haben wir die Gleichgewicht. Und das war für heute der Tanz der Schamanen, aber ich habe noch eine Überraschung und wir übergehen jetzt für eine kleine Aufnahme ein Infovideo. Lasst euch überraschen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, diese Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle.
und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselbe Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.